Wir suchen die allgemeine Funktion y von x, die diese Differentialgleichung erfüllt. Diese Differentialgleichung ist linear mit konstanten Koeffizienten und nicht homogen. Vorsicht, das von y unabhängige Glied ist nicht das Produkt einer Exponentialfunktion und eines Polynoms. 1 auf x ist kein Polynom. Also können wir die Exponentialpolynommethode aus den vorigen Tutorials hier nicht anwenden. Wir werden hier ein Verfahren anwenden, das man paradoxerweise die Variation der Konstanten nennt. Ich werde es sofort im Detail erklären. Die allgemeine Lösung einer linearen, nicht homogenen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten schreibt sich als Summe der allgemeinen Lösung der entsprechenden homogenen Differentialgleichung und einer partikulären Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung. Die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung schreibt sich als Summe von solchen Produkten, Produkten von Polynomen in x und Exponentialausdrücken mit Basis e. Diese Zahlen ak, das sind die Nullstellen der charakteristischen Gleichung, und diese Zahlen mk sind ihre jeweiligen Vielfältigkeiten. Um eine partikuläre Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung zu finden, schreibt man die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung in dieser Form. So entstehen also diese Q-Konstantenzahlen ck und diese Q-Funktionen uk von x. Dann bildet man dieses Gleichungssystem. Die erste Gleichung besteht aus der Summe für k von 1 bis q dieser Konstanten ck mal dieser Funktionen uk von x gleich 0. Die zweite Gleichung, Summe für k von 1 bis q der Konstanten ck mal die erste Ableitung dieser Funktionen uk von x gleich 0. Dritte Gleichung, Summe für k von 1 bis q der ck mal zweite Ableitung dieser Funktionen uk von x gleich 0 und immer so weiter bis zur vorletzten Gleichung, das ist die Summe für k von 1 bis q der Konstanten ck mal die q minus zweite Ableitung dieser Funktionen uk von x gleich 0 und dann noch diese letzte Gleichung, sie besteht aus der Summe für k von 1 bis q der ck mal die q minus 1. Ableitung der Funktionen uk von x gleich, aber hier nicht gleich 0, sondern gleich zu diesem Bruch. Der Zähler f von x stammt aus der Angabe und diese Konstante klein cn stammt ebenfalls aus der Angabe. Dann löst man dieses Gleichungssystem und findet als Lösungen diese Konstanten ck, aber als Funktionen von x. Und somit werden diese Konstanten von c1 bis cq zu Funktionen von x. Deshalb nennt man dieses Verfahren die Variation der Konstanten. Mit diesen gefundenen Lösungen bildet man dann eine partikuläre Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung als folgende Summe. Es ist die Summe für k von 1 bis q der Stammfunktion von ck von x dx mal diese Funktionen uk von x. Und so hat man dann eine partikuläre Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung bestimmen können. Fassen wir dieses Verfahren zusammen. Die allgemeine Lösung solch einer Differentialgleichung schreibt sich als Summe
der allgemeinen Lösung der entsprechenden homogenen Differentialgleichung und einer partikulären Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung. Die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung schreibt sich so: Summe von Produkten von Polynomen in x und Exponentialausdrücken in x, wo diese Zahlen ak die Nullstellen der charakteristischen Gleichung sind und mk ihre jeweiligen Vielfältigkeiten. Diese allgemeine Lösung schreibt man in dieser Form, so entstehen hier diese Konstanten ck und hier diese Funktionen uk von x. Anhand dieser Konstanten ck und dieser Funktionen uk von x bildet man dieses Gleichungssystem und löst dieses Gleichungssystem nach den Zahlen ck auf, die dann zu Funktionen ck von x werden. Anhand dieser Funktionen ck von x und dieser Funktionen uk von x schreibt man dann zum Schluss eine partikuläre Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung als Summe von solchen Produkten. Der erste Faktor, das ist die Stammfunktion von ck von x dx. Diese Funktionen ck von x, die man als Lösung von diesem System gefunden hat, mal uk von x. Hier nochmal die Zusammenfassung dieses Verfahrens, das heißt Variation der Konstanten. Und wir beginnen sofort mit der Bestimmung der allgemeinen Lösung der homogenen Differentialgleichung. Also suchen wir die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung. Zuerst schreiben wir die charakteristische Gleichung. Die ist natürlich z hoch 2 minus 2 mal z hoch 1 plus 1 mal z hoch 0 gleich 0. Wir können diese Gleichung sofort in diese Art umschreiben und erkennen somit, dass 1 Nullstelle mit Vielfältigkeit 2 ist. Diese allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung schreibt sich also so, hier übertragen, so. Wir schreiben e hoch diese Nullstelle 1 mal x mal ein Polynom in x zweiten minus ersten Grades, also ersten Grades. Die allgemeine Form eines Polynoms in x ersten Grades schreibt sich eine Konstante c1 mal x plus eine Konstante c2 und somit haben wir die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung schon gefunden. Halten wir diese allgemeine Lösung hier fest und jetzt bestimmen wir eine partikuläre Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung durch das Verfahren der Variation der Konstanten. Also schreiben wir zuerst die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung in dieser Form. Das erhalten wir, wenn wir dieses e hoch x auf diese Klammer verteilen. So, es ist eine erste Konstante c1 mal eine Funktion u1 von x, das ist hier x mal e hoch x, plus eine zweite Konstante c2 mal eine Funktion u2 von x, das ist hier e hoch x. Also in unserem Beispiel hier ist u1 von x dieses Produkt x mal e hoch x und u2 von x ist diese Funktion e hoch x. Jetzt bilden wir dieses Gleichungssystem. Da wir hier zwei Konstanten haben, wird dieses Gleichungssystem zwei Gleichungen enthalten. Die erste Gleichung ist diese. Wir schreiben ganz einfach, dass dieses yh von x gleich 0 ist. Also diese Summe ist gleich 0. Da haben wir die erste Gleichung vom System. Die zweite Gleichung ist hier die letzte. Wir schreiben also die Konstante groß C1, C1 mal die erste Ableitung von u1 von x. U1 von x ist dieses Produkt, das wir also ableiten. Vorsicht bei der Ableitung. F
mal G', das macht F', also 1, mal G, also 1 mal E hoch X, plus F mal G', also plus X mal Ableitung von E hoch X, und die ist E hoch X. Dann plus, jetzt C2 mal die erste Ableitung von U2 von X. Die erste Ableitung von E hoch X, das ist E hoch X, gleich, jetzt kommt dieser Bruch, der Zähler ist F von X, das ist das unabhängige Glied in der Anfangsdifferentialgleichung, also hier E hoch X geteilt durch X, steht da, geteilt durch die Vorzahl der Ableitung der höchsten Ordnung in der Anfangsdifferentialgleichung, also Cn ist hier bei uns C2. Die Vorzahl dieser zweiten Ableitung ist 1, also teilen wir hier durch 1. Wir sollen jetzt dieses Gleichungssystem nach den unbekannten C1 und C2 auflösen. Hier klammern wir ein e hoch x aus, zwischen Klammern bleibt dann x plus 1 und dieser Bruch geteilt durch 1, das macht dieser Bruch. Somit haben wir diese Gleichungen. Wir können beide Gleichungen durch e hoch x vereinfachen. Wir teilen hier durch e hoch x, rechts auch. Und hier können wir ebenfalls beidseitig durch e hoch x teilen. So erhalten wir dieses Gleichungssystem. Die erste Gleichung besagt, dass C2 dasselbe ist wie minus C1x. Und in der zweiten Gleichung können wir C2 ersetzen durch minus C1x. So, wenn wir hier C1 auf diese Klammer verteilen, dann ergibt das C1 mal x plus C1 minus C1 mal x, also einfach C1 gleich 1 auf x. So. Und jetzt können wir in der ersten Gleichung C1 ersetzen durch 1 auf x und finden somit, dass C2 minus 1 ist und C1 1 auf x ist. Wir haben so effektiv diese zwei Konstanten C1 und C2 als Funktionen von x gefunden. C1 ist 1 auf x. Und C2, das ist eben die konstante Funktion von x, minus 1. Jetzt nutzen wir diese Formel und schreiben eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung so. Wir schreiben also Stammfunktion von C1 von x dx mal U1 von x plus Stammfunktion von C2 von x dx mal U2 von x. Das heißt hier so. Wir schreiben Stammfunktion von C1 von x dx mal U1 von x. U1 von x ist gleich zu diesem Produkt. Plus Stammfunktion von C2 von x dx mal U2 von x, das heißt mal e hoch x. Wir haben hier Glück, denn diese beiden Stammfunktionen sind sehr schnell berechnet. Stammfunktion von 1 auf x dx, das ist der natürliche Logarithmus vom Betrag von x. Und Stammfunktion von minus 1 dx, das ist minus x. Daher also diese partikuläre Lösung, ln vom Betrag von x mal e hoch x, minus x mal e hoch x. Diese partikuläre Lösung halten wir hier fest und jetzt sind wir fast am Ende angelangt, denn die allgemeine Lösung der Differentialgleichung schreibt sich als Summe der allgemeinen Lösung der homogenen Differentialgleichung und einer partikulären Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung. Unser y von x schreibt sich also einfach als Summe von yh von x und yp von x, also so.
Und hier können wir ein e hoch x noch ausklammern und somit haben wir die allgemeine Lösung dieser komplizierten Differentialgleichung gefunden. Die Länge solcher Übungen schreckt ein wenig ab, aber wir haben es trotzdem gefunden und die Übung ist beendet.